Der Marcel Habisreutinger läuft heute zum ersten Mal als Trainer vom EAC Chur ins Hallenstadion. Das ist ab sofort für mindestens ein Jahr sein neuer Arbeitsplatz. Ja, der EAC Chur ist ein toller Verein. Es geht viel. Sie haben immer viele Zuschauer. Sie haben eine gute Mannschaft, die letzten Jahre immer vorne mitgespielt hat in der ersten Liga. Und von dem her ist es sehr eine interessante Aufgabe. Trotzdem ist es jetzt lang gegangen. Wir wissen, der EAC Chur hat schon länger Interesse an ihrer Person. Wieso hat sich das so in die Länge gezogen? Gut Ding will Weile haben, heisst es so schön, oder? Nein, wir sind schon länger in Kontakt. Es hat ein paar Sachen von Seite Chur, die sie abklären wollten, ein paar Sachen von mir, die ich abklären wollte. Und durch das haben wir uns absolut nicht unter Zeitdruck gesetzt und gesagt, wir schauen, wir sind immer in Kontakt und jetzt hat es geklappt. Dass es endlich geklappt hat, ist vor allem ihm zu verdanken. Der Marcel Habisreutinger war von Anfang an der Wunschkandidat vom EAC Chur-Präsident Urs Knuchel gewesen. Ich denke, er hat einen riesen Rucksack, den er da in den letzten paar Jahren sich angeeignet hat, wo er jetzt natürlich davon profitieren kann und wir natürlich auch. Das ist einerseits eine Nachwuchsabteilung im Unterland und in den letzten zwei Jahren, wo er sehr rosa für mich eine sehr gute Arbeit gemacht hat und die Mannschaft sehr weit gebracht hat, wo sie eigentlich jetzt auch stehen. Die Wahl von Urs Knuchel ist sicher die naheliegendste und trotzdem sind mit dieser Lösung noch lange nicht alle zufrieden. Die Vergangenheit von Marcel Habisreutinger beim EAC Arosa kommt in Churer Kreis nicht überall gut an. Ja, ich denke, das gibt sicher noch mal ein bisschen Diskussionsstoff, ob das wirklich die richtige Sache ist. Wir sind aber mit allen Abklärungen so weit voraus, dass man sagen muss, das ist absolut, denke ich, der richtige Mann, der unsere Sprache reden tut, wo wir auch unseren Verein weiterleben können und auch weiterbringen tut. An Marcel Habisreutinger seine Stärken liegen sicher auch in der Jugendarbeit, eine Tatsache, die auch das Interesse von anderen Vereinen gekriegt hat. Guten Tag, willkommen. Das ist der Hauptgrund, wieso es so lange gegangen ist, bis der Innerschweizer den Weg ins Hallenstadion gefunden hat. Ich habe mit dem für den EAC Chur entschieden, weil für mich alles gestimmt hat, auch mit dem Verein, mit dem Vorstand, den der EAC Chur hat, mit dem ganzen Nachwuchskonstrukt, den der EAC Chur hat, kann man sehr viel bewirken. Und das ist für mich eine riesige Herausforderung, wo ich gesagt habe, jawohl, der will ich mich stellen. Die Fertigstellung des Kaders wird die erste Herausforderung sein, die der neue Trainer in Angriff nehmen muss. Als Ex-Trainer von Arosa liegt es auf der Hand, dass auch Spieler vom ehemaligen Verein im Gespräch sind. Bis jetzt habe ich noch keinen Grund gefunden, einen hier abzuholen, weil wir haben im Moment ein Kader, das steht, eine Mannschaft, die steht. Das ist für mich auch mal neu, ein Kader dürfen zu übernehmen, das bereits besteht und nicht noch zuerst eins dürfen oder muss erstellen. Aber es ist möglich, dass der eine oder andere neue Spieler wieder dazukommt, ob er von Arosa kommt oder von so anders, das ist offen. Bis im Mai hat Marcel Habisreutinger Zeit, sein Kader zu komplettieren. Dann startet der EAC Chur mit seinem neuen Trainer in die Saisonvorbereitung.